Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich zeige euch, wie wir dieses Set, dieses Filmset aufgebaut haben. Und zwar nehmen wir hier Beatbox-Tutorials auf, so an die 30 Tutorials während des A3 Minuten. Und als wir hier reingekommen sind in den Raum, war der Raum weiß gestrichen und komplett leer. Und ihr könnt euch vorstellen, leerer Raum schallt extrem. Und da wir viel mit Interview-Sprache machen, mussten wir diesen Raum als allererstes irgendwie ausstatten, um diesen Schall zu mindern. Und ich gehe jetzt mal nach und nach durch und zeige euch, was wir reingestellt haben und warum wir das so gemacht haben. Hinter mir seht ihr ein Klavier zu Dekozwecken. Vor mir haben wir ein Schlagzeug aufgebaut. Unter dem Schlagzeug ist ein Teppich, der isoliert auf jeden Fall den Schall nochmal. Hinter mir haben wir eine schwarze Molltonwand, 5 Meter lang ist dieser Stoff außenrum um die Decke gehängt, dass es so ein bisschen Studioatmosphäre hat. Klar, das Werbebanner darf im Hintergrund auch nicht fehlen. Und die Decke haben wir jetzt auch noch abgehängt mit einer Plane, mit einer Abdeckfolieplane, die richtig dick ist, die den Schall einfach mindert, dass der sich nicht im Raum komplett nach oben ausbreiten kann. Hier habe ich ein Mikro aufgebaut, was ziemlich nahe am Sprecher dran ist. Also eigentlich ist es umso besser. Also umso näher das Mikro an dem Sprecher dran ist, umso weniger Hall hat man dann auch in dem Raum, umso besser ist die Qualität. Ich habe dem Sprecher selber auch noch ein Lavaliermikrofon umgehängt, beziehungsweise das kriegt er dann wieder, was mit der zweiten Kamera verbunden ist. Also dieses Rode Mic geht in meine Hauptkamera rein, die zweite Kamera hat als Backup das Lavaliermikrofon dran. Und hier habe ich nochmal so einen Tascam DR40 Sound Recorder, der nimmt nochmal die Lautstärke im Raum auf oder den Ton im Raum. Das ist eigentlich auch nur noch mal so eine Backup-Version vom Ton. Wenn irgendein Mikro ausfällt, habe ich noch diese Backup-Lösung. Als erstes Videolicht habe ich ein Godox SL60 aufgebaut mit einem Durchlichtschirm, der mir hier den Hintergrund ganz geschmeidig und weich ausleuchtet. Ja, das ist das erste Licht. Das zweite Licht ist wieder ein SL60 Godox-Strahler mit einer Softbox, die direkt über dem Akteur drüber ist. Genau, diese Lampe ist auf jeden Fall auch eine Tageslichtleuchte. Ich habe hier so ein Mesh, so ein Gitter rein, dass das Licht wirklich konzentriert hier auf den Beatbox-Meister gerichtet ist. Muss ich noch ein bisschen ausrichten. Genau, wie ihr hier sehen könnt, habe ich als Backup-Version noch das Tascam DR40 Aufnahmegerät gebaut, damit ich den Sound vom ganzen Raum nochmal als Backup habe, falls mein Rode-Mikrofon ausfällt oder sein Lavalier-Mikrofon, welches er auch noch dran hat, ausfällt. Also reine Vorsichtsmaßnahme ist dieses Backup. Dann haben wir auch eine Pflanze reingestellt, die schluckt den Schall. Gut, das Klavier haben wir hinter mir auch ein bisschen dekoriert, das passt soweit. Wichtig ist, und dann Schlagzeug, wenn man spielt, sollte man immer einen Teppich legen, weil sonst vibriert hier alles. Und im Prinzip mache ich es so, ich nehme den Akteur mit zwei Kameras, also aus zwei Winkeln gleichzeitig auf, um am Ende so einen Multischnitt erstellen zu können. Eine Kamera schießt aus dem Winkel und die andere Kamera aus dem Winkel. Also eine straight auf ihn, leicht von oben herab und die ist genau auf Augenhöhe. Auf der Kamera habe ich mein Lavalier-Set, dieses Sennheiser Interview-Set draufgebaut und auf der anderen Kamera ist, also die mich jetzt gerade filmt, da ist das Rode-Mikrofon angeschlossen mit einem langen Verlängerungskabel, dass ich mich hier im Raum ein bisschen bewegen kann und die Angles ein bisschen verteilen kann. Und heute shooten wir mit dem Elias. Er ist Beatbox, absoluter Profi-Meister. Und stell dich nochmal ganz kurz vor. Genau, mein Name ist Elias, ich bin mehrfach Österreichmeister im Beatboxing und ja, wir machen heute Beatbox-Tutorials. Bam! Genau, was ist zum Licht noch zu sagen? Also hier leuchtet ihn eine Godox-Lampe an, das ist das Keylicht. Links daneben habe ich diesen Durchlichtschirm aufgebaut, der meinen Hintergrund leicht aufhält. Und da hinten habe ich noch eine ganz kleine Videoleuchte aufgebaut, die ihm hier so ein bisschen ein Spitzenlicht gibt. Und hier habe ich noch eine Lampe, die macht noch extra Licht. Genau, die brauchen wir dann für die Disco. Cool. Elias achtet darauf, dass er nahe an dem Mikro sitzt, weil umso näher man an dem Mikro dran ist, umso besser ist dann der Sound. Als Backup kriegt er noch ein Lavalier-Mikrofon. Da habe ich hier diese Sennheiser-Funklösung. Lavalier. Lavalier, ja. Als Backup kriegt er noch das Lavalier-Mikrofon.
ans T-Shirt geklemmt. Das ist eine Funk-Mikro-Einheit, die mit meiner Sony A7S II verbunden ist. An der Sony A7 III, mit der ich filme, da habe ich mein Rode-Mikrofon mit einem Verlängerungskabel angeschlossen, dass ich die Kamera auf dem Stativ schön verstellen kann. Das Mikro bleibt immer gleich, so habe ich immer den gleichen Ton. Wir haben die Fenster. Okay, das war's schon. Ich kann dir mal kurz zeigen. Krass, du machst wirklich so Tutorial-mäßig für andere Filmemacher. Ja, so. Alter, das ist super. Pass it on. Knowledge weitergeben. Dann haben wir die Fenster noch abgekippt und hier immer dieselben Lichtverhältnisse haben, weil wir drehen hier über 30 Tutorials und da sollte das Bild immer die gleiche Lichtstimmung haben. Genauso haben wir auch die Kameras gematcht und den Weißabgleich individuell eingestellt, ja, dass ich im Schnitt nachher nicht so viel Nacharbeit habe. Gleiches Licht, gleiche Lichtverhältnisse sind einfach Gold wert bei Multischnittaufnahmen. Weil jetzt scheint gerade die Sonne, nachher ist bewölkt und es wäre ja überhaupt nicht von Vorteil, wenn sich das Bild irgendwie verändert. Genau, die Kameras laufen alle im manuellen Filmmodus, auf 1/50 filmen wir alles. Hier, dieses Licht hier, ist im Bild nicht zu sehen, aber man sieht schönes Spitzenlicht auf der Schulter bei ihm und rechts am Ohr. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit zum Aufbau des Sets. Wenn ihr euch vorstellt, der Raum war gestern noch komplett leer. Und hier seht ihr nochmal die Decke, die wir abgehängt haben, dass der Schall hier nicht explodiert in dem Raum. Cool, jetzt kann es losgehen. Wir haben 9 Uhr. Drehbeginn ist jetzt. Benvenuti nel Padiglione tedesco e la tuga da fare pomodori peperoni. Nochmal auf Deutsch. Mein Name ist Elias, ich bin Gorilla-Botschaft für Beatboxing und ich freue mich sehr, euch meine Tutorial-Serie zeigen zu dürfen. Es ist was dabei für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis. Viel Spaß! Yeah. Yeah. Willkommen im Pro Level. Ich bin's wieder, Elias, und heute reden wir über Lip Rolls.